Ein Milchviehbetrieb aus Bad Grönenbach soll seine Tiere schwer misshandeln. Dazu später gleich mehr bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten am Dienstag. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben heute diese Themen für Sie vorbereitet. Allgäuer Tourismusgespräche, Seilbahn als Teil des Mobilitätskonzepts in Kempten. Nach 8 Jahren Planung, Spatenstich für Boulderhalle in Memmingen und Digitalisierung, Bildung, Klimaschutz im Gespräch mit dem wiedergewählten Präsidenten der Handwerkskammer Schwaben. Das Wetter im Allgäu, es bleibt wechselhaft und regnerisch. In Deutschland und auf der gesamten Welt sind Seilbahnen immer wieder eine Lösung, um den Verkehr zu reduzieren. Ob Wuppertal, Lissabon oder Chicago, die Seilbahn kann als öffentliches Verkehrsmittel durchaus eine Alternative sein. Doch als die Kemptner die Nachricht erreichte, dass auch bei ihnen eine Seilbahn über den Häusern schweben soll, waren die Meinungen gespalten. Deswegen hat die Hochschule Kempten zu einem Gespräch geladen, um zu zeigen, welche Vorteile eine Seilbahn für den Verkehr in einer Stadt haben kann. Die Tourismusmanagement-Studenten der Hochschule Kempten wollen es wissen. Wie realistisch ist so eine Seilbahn in ihrer Stadt? Und wie wichtig ist die Mobilität für Bürger und auch Touristen? Deswegen hat die Studentenvereinigung unterwegs ein Tourismusgespräch organisiert, um aufzuklären. Ich gehe davon aus, dass wir bei dem heutigen Abend da Antworten drauf bekommen und das heute mal ein Aufschlag, ein erster Aufschlag. Und ich gehe davon aus, dass wir die nächsten Wochen, Monate noch öfter mit diesem Thema zu tun haben werden und dann auch diese Antworten bekommen. Und ein paar Antworten auf viele Fragen hat Heiner Monheim gegeben. Er ist Geograf und Stadtplaner und beschäftigte sich schon vor 20 Jahren mit Seilbahnen in urbanen Räumen. Damals wurde er für verrückt erklärt, sagt er. Heute sehen immer mehr Städte Vorteile in der Seilbahn. Also ich bin kein Seilbahnfetischist. Ich glaube nur, die Seilbahn hat, wie gesagt, den ganz großen Vorteil, es geht sehr schnell. Und es geht vor allem da, wo eben Hindernisse im Weg sind, breite Autobahntrassen, breite Industriegebiete, breite Bahntrassen oder der Fluss, wo man eigentlich schnell rüber will, aber man braucht 15 Jahre, bis die nächste Brücke gebaut ist. Da hilft eine Seilbahn auf jeden Fall. Eine Seilbahn aufstellen ist schnell umgesetzt. Die große Herausforderung ist die Planung, denn Seilbahn ist nicht gleich Seilbahn. Und nicht jede Seilbahn ist geeignet für Kempten. Man müsse also nicht Angst davor haben, dass es eine riesige oder teure Seilbahn wird. Naja, also man setzt nicht irgendeine Seilbahn um, sondern man analysiert seine Verkehrsprobleme und stellt dann fest, dass es ein paar chronische Staubereiche gibt und überlegt dann, ob man dafür eventuell eine Seilbahn nutzen könnte. Dafür macht man einen Verkehrsentwicklungsplan, in dem neben Bus und Bahn auch eine Seilbahn als Option mit bedacht wird. Ob dann am Ende eine oder zwei oder drei potenzielle Seilbahnstrecken rauskommen, das kann ich hier und heute nicht sagen. Dafür muss man erstmal diese Untersuchungen machen. Fragen wie groß wird die Seilbahn, wo genau werden die Haltestellen sein und wie teuer wird das Projekt, konnten gestern noch nicht beantwortet werden. Nicht einmal, ob es überhaupt zu einer Seilbahn kommt. Doch die Bürger mitzunehmen auf die Reise sei Oberbürgermeister Thomas Kiechle sehr wichtig. Wenn man mal grundsätzlich denkt und frei denkt, und das muss man auch in der Politik machen dürfen und das muss man auch über einen längeren und langen Zeitraum hinweg leisten können, dann haben Sie natürlich immer am Anfang eine Veränderung, Befürworter und Gegner. Das ist völlig gleich, welches Beispiel wir da nehmen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion bei den Menschen. Entscheidend ist, dass man viele mitnimmt auf diesem Weg und da entsteht immer etwas Positives. Auch wenn die Seilbahn nicht kommt, weil sie vielleicht am Ende nicht durchsetzbar wäre, dann glaube ich, dass dieser Entwicklungsprozess und Diskussionsprozess Neues hervorbringen kann und deshalb auch Gutes für die Stadt Kempten bedeuten kann. Die Seilbahn kann den Verkehr zwar auf einer weiteren Ebene entlasten und auch CO2 einsparen. Sie kann aber keine Kurven fahren und nicht so viele Stationen wie ein Bus anfahren. Von Vor- und Nachteilen möchten die Beteiligten nicht sprechen. Sie nennen es entscheidende Fragestellungen, die man lösen muss. Und das Tourismusgespräch war ein guter Anfang.
Mit schlimmen Vorwürfen hat ein Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach momentan zu kämpfen. Nach Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz und der Süddeutschen Zeitung verstößt der Großbetrieb mit 1.800 Milchkühen seit Jahren gegen Tierschutzvorschriften. Die Tiere sollen getreten und geschlagen werden. Außerdem soll das Personal des Betriebes den Kühen immer wieder Schmerzen zufügen und sie mit Hüftklammern und Traktoren durch den Stall schleifen, wenn sie nicht mehr selber laufen können. All das gehe nach Angaben der ARD aus einer Videodokumentation aus den Ställen hervor. Die Milch des Betriebs ging an die Käserei Champignon und die fordert jetzt lückenlose Aufklärung. Offenbar ist auch Fleisch von kranken Tieren in die Lebensmittelkette gelangt. Der Betrieb will sich bislang nicht dazu äußern, aber das Verbraucherministerium soll bereits reagiert haben. Ja, weitere Nachrichten aus dem Allgäu gleich nach der Werbung in Allgäu TV Kompakt. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 199 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Radelstadel Cube Store Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radelstadel Cube Store Dickenreishausen. A7 Ausfahrt Memmingen. Einfach mal loslassen. Neue Horizonte entdecken. Mit gemeinsamen Plänen das eigene Glück finden und Erinnerungen schaffen. Mit dem Wind im Gesicht dem Abenteuer entgegen. Die Natur erleben. Mit Kondrauer. Erfrischend bayerisch. Radelstadel Cube Store Dickenreishausen. A7 Ausfahrt Memmingen. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. So, wo soll's denn hingehen? Och, wandern finde ich gut. Oder einfach nur am Wasser entspannen. Hauptsache, wir haben WLAN. Nee, lieber Safari. Langweilig. Ey. Okay. Die ganze Welt des Urlaubs in einem Park. Denn Urlaub heißt Centerparks. Jetzt Familienurlaub buchen auf centerparks.de. Centerparks. Der Allgäu Men's Day. Samstag, 13. Juli, 10 bis 18 Uhr. Allgäuer Medienzentrum, Heisinger Straße in Kempten. Eintritt frei. Und nun die Kurznachrichten am Dienstag. Gestern Morgen ist ein 5-jähriges Mädchen in Lindau aus 7 Meter Höhe aus einem Fenster gestürzt. Das Mädchen war in einem Kinderzimmer eines Freundes zum Spielen. Die Mutter war in der Küche. Die beiden Kinder kletterten auf eine Kommode und öffneten ein Fenster. Das Mädchen fiel dann 7 Meter tief auf eine Rasenfläche. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort konnte dann Entwarnung gegeben werden. Die 5-Jährige erlitt keine schweren Verletzungen. Nun prüft die Polizei ein strafrechtliches Verhalten der Aufsichtsperson. 2000 Unterschriften gegen Luxushotel. 2000 Unterschriften haben die Gegner des geplanten Luxushotels am Füssener Festspielhaus nun bei der Stadt abgegeben. Die Sammelaktion werde eingestellt. Der Stadtrat entscheidet dann heute noch über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Das geplante Luxushotel hatte in den letzten Wochen und Monaten für viel Diskussionsstoff gesorgt. Kreis Fischereiverein Füssen und der Bund Naturschutz sprechen sich vehement gegen den Standort am Ufer des Forgensees beim Festspielhaus aus. Denn ein Teil des neuen Gebäudes würde in das Landschaftsschutzgebiet reinragen.
Kompromisse konnten keine geschlossen werden zwischen den Naturschützern und dem Inhaber des Festspielhauses Manfred Rietzler. Für einen Bürgerentscheid waren 1.100 Stimmen notwendig. Ein 21-Jähriger aus Somalia muss sich am Landgericht Memmingen wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Er soll im Februar einen Mann mit einem Messer und einem Beil bedroht haben und verlangte Bargeld, Pizza und Bier aus der Wohnung des Opfers. Bevor der Angeklagte die Wohnung verließ, hatte er noch weitere Gegenstände im Wert von 100 Euro mitgenommen. Der Angeklagte hat die Tat bereits gestanden. Wie hoch seine Strafe ausfällt, ist laut Landgericht derzeit noch unklar. Frühere Vergehen werden aber auch eine Rolle beim Finden des Strafmaßes spielen. Gründen Investoren bereit zu Gesprächen? Die Unternehmerfamilie Hagenauer zeigt sich im Streit um die Gründen Bergwelt sehr offen und gesprächsbereit. In einer Pressemitteilung heißt es: Wir laden jeden gerne zur Diskussion unserer Pläne ein. Zudem soll die Trasse der geplanten Walderlebnisbahn Art Flying Fox an einen Waldrand verlegt werden. Bislang war dafür ein Tobel vorgesehen, der als besonders schützenswert eingeschätzt wurde. Die Strecke wird aktuell mit Vogelexperten abgestimmt. Wichtig sei der Familie ein Konsens mit allen beteiligten Interessensgruppen. Allerdings widerspricht die Unternehmerfamilie den Kritikern, die Bergwelt entstehe nicht in einem Naturschutzgebiet, die Anlagen befänden sich in einer Zone geringerer Schutzkategorien. Wie bereits berichtet, will die Familie 30 Millionen Euro investieren, um eine 10er Kabinenbahn, Sesselbahn und einen Schlepplift zu bauen. Am Sonntagvormittag hat die Bundespolizei 5 Rumänen in Füssen festgenommen. Die Männer stehen unter Verdacht, an einem Mord in Frankreich Ende Juni beteiligt gewesen zu sein. Die Kempner Bundespolizisten hatten ein Fahrzeug mit französischen Kennzeichen kontrolliert. Die Männer waren auf dem Rückweg von Italien nach Frankreich. Die Beamten kontaktierten die französischen Behörden und nahmen die Männer fest. Die Generalstaatsanwaltschaft München stellt nun Antrag auf Auslieferungshaft beim Amtsgericht Kempten. Kurzzeitige Sperrung. Ab dem 26. Juli wird die Kreuzung Heisinger Straße-Kaufbeurer Straße bis zum Dienstag, dem 30. Juli, gesperrt. 5 Tage also wird der Verkehr großräumig umgeleitet werden, teilte nun das Amt für Tiefbau und Verkehr der Stadt Kempten mit. Das Industriegebiet Heisinger Straße sei dann über die Anschlussstelle Dietmannsried der A7 und über die OA19 durch Heising zu erreichen. Autos können auch über Stielings bzw. an der Straße an der Mahlstadt in die Heisinger Straße einfahren. Seit Monaten wird an der Kreuzung bereits gearbeitet. Grund für die Bauarbeiten ist die Erweiterung der Kreuzung, damit das Gewerbegebiet Leubers Süd erschlossen werden kann. Mehr Zollkontrollen bei Hoteliers und Gastronomen im Landkreis Unterallgäu. Das fordert nun die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG. Im vergangenen Jahr kontrollierte das zuständige Hauptzollamt Augsburg in der Region insgesamt 210 Gastgewerbe auf Schwarzarbeit, Sozialbetrug und auf die Einhaltung der Mindestlöhne. Das sind 43% weniger als noch im Vorjahr. In jedem 6. Hotel, Imbiss oder Restaurant konnten die Beamten aber einen Mindestlohnverstoß aufdecken. Deshalb fordert die NGG nun wieder mehr Kontrollen. Es dürfe nicht sein, dass nach über 4 Jahren Mindestlohnverstöße immer noch an der Tagesordnung seien. Stadt Jugendring bietet Ferienprogramm an. Ab morgen können Kinder und Jugendliche Karten für das Sommerferienprogramm des Memminger Stadtjugendrings kaufen. Solche Aktionen in den Ferien werden in jedem Landkreis angeboten, meistens vom Stadtjugendring, aber auch vom jeweiligen Kreisjugendring. Die Ferienprogramme sollen Kindern die Möglichkeit geben, sich in ihren Ferien sinnvoll zu beschäftigen. Gleichzeitig stellen sie auch eine Entlastung für Eltern dar. Die Kosten werden größtenteils vom Landkreis oder der Stadt getragen. Lediglich ein Unkostenbeitrag fällt bei manchen Programmpunkten an. Ja, und das waren die Nachrichten von heute. Und eins kann ich Ihnen noch sagen, bevor wir jetzt aufs Wetter gucken: Vergessen Sie mal die Sonnenbrille. In den nächsten Tagen sollten Sie lieber einen Regenschirm einpacken. Denn das Wetter der nächsten Tage verspricht fürs Erste keinen Sommer mehr. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte und Sonnenschutzplissés.
Heute Nacht wird es überwiegend bewölkt. Nur im Ostallgäu bleibt es klar, die Temperaturen liegen um die 10 Grad. Den Mittwoch starten wir morgen mit ordentlich Sonne, fast im ganzen Allgäu. Kleine Wolken ziehen nur im Ostallgäu auf. Die Höchstwerte liegen mit 20 Grad im Oberallgäu. Im restlichen Allgäu gibt es Werte um die 17 Grad. Am Nachmittag ändert sich nicht viel am Wetter. Es scheint immer mal wieder die Sonne und vereinzelt wird es bewölkt. Die Temperaturen steigen um 1 bis 2 Grad an. In den Bergen wird es morgen teils sonnig, teils bewölkt. Am meisten Sonne scheint am Gründen, da liegen auch die Höchsttemperaturen mit 17 Grad. Am Nebelhorn wird es mit 10 Grad etwas kühler. Am Donnerstag bleibt es noch trocken, aber bewölkt. Am Freitag fängt es dann an zu regnen und die Sonne zeigt sich eher selten. Der Regen zieht sich auch über den Samstag hinweg. Es bleibt überwiegend grau und die Temperaturen sinken auf 17 Grad. Eine der Trendsportarten momentan ist das Bouldern, also quasi Klettern in geringeren Höhen ohne Sicherung, aber immer mit der Möglichkeit abzuspringen. Wenn man in Memmingen wohnt, muss man einige Kilometer fahren, um in die Berge oder zu einer Boulderhalle zu kommen. Das ist aber voraussichtlich in ein paar Monaten Geschichte. Gestern war nämlich Spatenstich für eine Boulderhalle in Memmingen. Meine Kollegin Julia Becker war für sie dabei. In den 80er Jahren erbte die Sektion Memmingen des DAV dieses Grundstück direkt an der Allgäuer Straße. Damals noch mit einem kleinen Haus drauf. Das ist inzwischen abgerissen. Gestern fand dann der Spatenstich für die neue Halle statt. Vor Ort waren nicht nur Vertreter des Vereins, auch Oberbürgermeister Manfred Schilder packte mit an. Die neue Boulderhalle soll 2,7 Millionen Euro kosten. Also wir haben etwa eine Boulderfläche von 700 bis 800 Quadratmeter geplant und haben außen nochmal 200 bis 250 Quadratmeter Außenkletterfläche geplant. Das ganze Gebäude hat ungefähr 1000 Quadratmeter Grundfläche und teilt sich in zwei Drittel Boulderbereich und ein Drittel Geschäftsstellen und Funktionsbereich auf. In den letzten Jahren wurde immer wieder neu überlegt und geplant, was hier entstehen soll, erzählt Gabriele Neun, die erste Vorsitzende der DAV-Sektion Memmingen. Wir hatten erst eben die Idee, wir haben ja dieses Grundstück geerbt von einem Herrn Kaiser, dem das früher gehört hat. Und wir hatten erst die Idee, wir müssen die Geschäftsstelle neu bauen, weil das Gebäude baufällig war. Und dann hat man da 3 Jahre rumgetan und dann irgendwann kamen so unsere jüngeren Leute und haben gesagt, können wir da nicht ein bisschen mehr machen? So ein kleiner Boulderraum ist doch zu wenig, wirklich was Gescheites. Dann haben wir in München beim Bundesverband mal nachgefragt und die haben gemeint, nein, eine Boulderhalle würde sich schon lohnen bei uns. Und dann haben wir das Rechnen angefangen. Die Architekten des neuen Gebäudes sind Maucher und Höss aus Kempten. Es soll mit seiner Fassade aus Holz und Naturbeton die Bergwelt mit ihrer Natur verkörpern. Auch das Thema Nachhaltigkeit und ökologische Bauweise wurden bei der Gestaltung berücksichtigt. Das können wir nicht in allen Bereichen durchziehen. Es gibt einfach Bauteile, wo es deutlich höhere Kosten verursachen würde, wenn man das machen würde. Aber wir haben den gesamten Geschäftsstellenbereich als Massivholzbau ausgelegt. Und wir haben im Hallenbereich, dort, wo wir nicht ganz so ökologische Materialien einfach aus Kostengründen verwenden müssen, haben wir auf die Trennbarkeit Wert gelegt. Das heißt, wir haben zum Beispiel Fassadenplatten, wo man einfach die Dämmstoffe nachher getrennt von den Fassadenplatten entsorgen kann. Auf solche Geschichten haben wir dann großen Wert gelegt. Ansonsten gibt es eine Luftwärmepumpe und nur die Spitzen werden über eine Gasheizung abgedeckt. Wir werden eine Photovoltaik auf dem Dach haben und wir werden auch einen KfW 55 Standard anstreben mit dem Gebäude. Das Grundstück direkt an der Allgäuer Straße könnte nicht besser gelegen sein. Allerdings, mit einer Boulderhalle kommen auch viele Gäste. Und wo sollen die parken? Also wir haben das große Glück, dass wir mit unserem Nachbarn, mit dem Fleischerdienst, da eine Vereinbarung haben, nenne ich es jetzt mal, dass wir denen ihre Parkplätze, die unserem Gebäude entlang folgen, sozusagen mitnutzen dürfen. Das sind, glaube ich, auf der Nachbarseite 30 oder 35 Stellplätze, die dann quasi auch vor allem in den Abendstunden und am Wochenende mitbenutzt werden können. Das bedeutet, dass wir auf eigenem Grundstück nur 15 eigene Parkplätze schaffen müssen, aber zusammen mit den Parkplätzen auf dem Nachbargrundstück müsste das dann ganz gut funktionieren. Die ersten Bagger werden wohl noch diese Woche auf der Baustelle anrücken. Sobald die Bauarbeiten fertig sind und die Halle steht, erhoffen sich die Verantwortlichen nicht nur viel Andrang in der Boulderhalle.
Wir haben zunehmend festgestellt, dass Vereinsleben praktisch hier in Memmingen nicht stattfindet, sondern wenn, dann überhaupt sind in unseren Häusern im kleinen Walsertal. Auf der Memmingenhütte findet auch wenig Vereinsleben statt, weil dieser überlaufen ist aufgrund des E5. Und das Ziel ist einfach hier in Memmingen das Vereinsleben zu aktivieren und eine Sportstätte für die ganze Region anzubieten. Schon im Mai 2020 soll die Halle fertig sein, wenn alles nach Plan läuft. Und damit wird dann hoffentlich auch das Fundament für ein gutes Vereinsleben gelegt sein. Richtig sauer ist ein Mann aus Kaufbeuren. Dessen Sohn ist Mitglied bei der Tänzelfest-Knabenkapelle und bisher hieß das Gratisbons für den Rummel und das Festzelt und auch ein kostenloses Tänzelfestabzeichen. Doch dieses Jahr ist das anders. Weil der Verein sparen müsse, sei das Gratisfestabzeichen gestrichen worden, heißt es. Für den Vater eine Frechheit, schließlich würden die Musiker ja ihre Freizeit für das Fest opfern. Aber da der Verein mit stetig steigenden Kosten zu kämpfen hat, muss er tatsächlich sparen. Das bestätigt der Vereinsvorstand. Trotz der Änderungen sei aber auch dieses Jahr gut für die Mitglieder gesorgt. Während der Festtage werden die Musiker rundum verpflegt, vom Frühstück bis zur Marke fürs Brathähnchen im Festzelt. Außerdem müsse niemals ein Kapellenmitglied in Uniform Eintritt zahlen. Das Gratis-Festabzeichen sei lediglich für private Besuche auf dem Fest gedacht. Und gleich bei uns im Talk Hans-Peter Rauch, der wurde wieder zum Präsidenten der Handwerkskammer Schwaben gewählt. Bis gleich. Meckatzer Löwenbräu in Heimenkirch in der Nähe von Lindenberg. Seit rund 280 Jahren hat man sich hier der Braukunst verschrieben und legt dabei allergrößten Wert auf die Qualität. Qualität, die bereits im Haus ständig überprüft wird. Mit seinen Bieren hat sich Meckatzer als echte Genussmarke im Allgäu und darüber hinaus etabliert. Jetzt sucht Meckatzer weitere Allgäuer Genussmacher. Es geht also darum, dass die Menschen uns Beispiele nennen, vom West ins Ostallgäu, vom Ober ins Unterallgäu, dass wir also immer mehr wissen, wo es denn diese Genussmacher gibt. Und da haben wir eine hochkarätig besetzte Jury, die diese eingereichten Vorschläge bewerten wird. Und im Herbst, im Oktober, wird es dann die Tagung geben, bei der wir die drei Meckatzer Löwen nach unterschiedlichen Kategorien verleihen werden. So sollen die vielen kleinen und großen Genussmacher im Allgäu vernetzt werden und die Region insgesamt voranbringen. Das Ziel ist es, dass wir Transparenz schaffen, dass wir zeigen, wer im Allgäu sich alles um das Thema Genuss kümmert. Sei es Gastronomen, sei es Rinderzüchter, sei es Käser, sei es Brotbäcker. Wir wollen diese Menschen miteinander vernetzen und bewusst machen, dass das Allgäu als Genussregion existiert. Kennen Sie einen Allgäuer Mechler? Dann schreiben Sie uns. Mehr Informationen gibt es unter www.allgäuer-genussmacher.de. Einsendeschluss ist der 14. Juli 2019. So, wo soll's denn hingehen? Och, wandern finde ich gut. Oder einfach nur am Wasser entspannen. Hauptsache, wir haben WLAN. Nee, lieber Safari. Langweilig. Ey. Okay. Die ganze Welt des Urlaubs in einem Park. Denn Urlaub heißt Centerparks. Jetzt Familienurlaub buchen auf centerparks.de. Centerparks. Der Allgäu-Dribbler ist wieder da. Am Freitag, 12. Juli, erscheint das regionale Fußballmagazin in der Allgäuer Zeitung und ihren Heimatzeitungen. Auf über 70 Seiten finden Fußballfans alle Vereine und Kader der Allgäuer Ligen. Dazu Interviews, Reportagen und Prognosen für die kommende Spielzeit. Für Nicht-Abonnenten erhältlich in den Servicecentern der Allgäuer Zeitung für 2,90 Euro. Der Allgäu-Dribbler wird Ihnen präsentiert von der Aktienbrauerei Kaufbeuren. Das Allgäu ist einer der schönsten Orte der Welt und absoluten Platz, um sich richtig wohl zu fühlen. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Seit 2014, also seit 5 Jahren, ist der Metzgermeister Hans-Peter Rauch aus Waltenhofen der Präsident der Handwerkskammer Schwaben. Gestern ist er wiedergewählt worden. Der 57-Jährige wird also auch in der nächsten Amtszeit, in der von 2019 bis 2024, die HWK Schwaben repräsentieren. Meine Kollegin Julia Becker hat sich mit ihm im Nachgefragt-Studio getroffen und mit ihm über seine vergangene Amtszeit und natürlich auch über die Pläne für die Zukunft gesprochen.
Hallo Herr Rauch, erstmal schön, dass Sie da sind. Sie sind jetzt einstimmig wiedergewählt worden zum Präsidenten der Handwerkskammer Schwaben. Erstmal herzlichen Glückwunsch auch von uns. Dankeschön. Sie waren jetzt 5 Jahre Präsident, davor 5 Jahre Vizepräsident. Hat sich denn da eigentlich, es ist eine überschaubare Zeit, aber hat sich im Handwerk da was getan? Ja, da hat sich sehr viel getan. Wir sind mitten in einem Wandel. Ich sage jetzt nur das Stichwort Digitalisierung. Wir haben aber auch andere veränderte Rahmenbedingungen, das muss man auch sagen. Die Politik, das kriegt man jeden Tag ja mit, verändert sich dahingehend, dass man oft nicht mehr weiß, welcher Ansprechpartner übermorgen ist. Und da müssen wir halt reagieren. Was wir auch oder was wir gemeinsam gemacht haben, war, dass wir weg von der Behörde der Kammer hin zu einem Dienstleister sind. Wir wollen der Dienstleister sein für unsere Betriebe und da sind wir in einem fortlaufenden Prozess. Was würden Sie denn sagen, was waren so Ihre größten Highlights oder vielleicht auch die größten Herausforderungen in der Zeit jetzt? Also die größten Highlights waren zum Beispiel die Einweihung des neuen berufstechnologischen Zentrums, den Zweig der Bäcker in Kempten, den wir als einziger in Schwaben jetzt haben oder in Bayern, in Locham, war das vorher, dass wir das nach Schwaben bekommen haben. Das zweite ist natürlich unser großes Bauvorhaben in Augsburg, das fast 50 Millionen verschlingt, auch ein berufstechnologisches Zentrum. Hier haben wir begonnen in meiner Amtszeit und wenn alles klappt, werden wir es nächstes Jahr im Frühjahr fertigstellen. Das sind natürlich schon Leuchtturmprojekte, die eine Kammer sonst so nicht hat. Was würden Sie sagen, war die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung waren mit Sicherheit, ich habe es vorher schon angedeutet, immer die verändernden Strukturen auch in der Politik. Aber ich sage jetzt ein Stichwort: Fachkräftemangel. Wir müssen schauen, dass wir wieder junge Menschen in die duale Ausbildung bekommen, dass wir junge Menschen begeistern für ein Handwerk und ihnen versuchen zu erklären, dass sie hier Karriere machen können. Da sind wir noch mittendrin. Wir haben Erfolge schon. Das muss auch in der Berufsorientierung anfangen. Wir haben gefordert und haben auch erreicht, dass es im Gymnasium auch eine Berufsorientierung jetzt gibt. Und das sind für mich elementare Sachen, die wir angegangen haben, aber noch lange nicht zu Ende haben, weil wir stecken mittendrin in dem Prozess. Jetzt so mit Blick in die Zukunft, welche Themen werden Sie denn jetzt besonders angehen in der neuen Amtszeit? Also unsere bestehenden Themen haben wir gerade besprochen, die werden wir natürlich weiter verfolgen. Aber ein großes Wort ist Digitalisierung. Wir haben ein Pilotprojekt als einzige Kammer, wo wir schauen, wie kann das Handwerk mit der Industrie zusammen die Digitalisierung dahingehend nützen, indem wir natürlich Wertschöpfungen schaffen und wie wir uns aufstellen müssen für die Zukunft. Weil irgendwann wird uns die Industrie und die Handwerker sind ja oft Zulieferer für die Industrie, bestimmte Standards auferlegen und die hängen mit der Digitalisierung stark zusammen. Hier sind wir in einem großen Projekt, das auch gefördert wird vom Wirtschaftsministerium. Das andere Thema ist für mich natürlich jetzt auch in aller Munde Energiewende. Und wir fordern über Jahre schon hinweg, dass bei der Energiewende die beste Energie ist, die man nicht verbraucht. Und hier haben wir klar die Sanierung der alten Gebäude vor uns. Und mir leuchtet nicht ein, warum die Politik sich immer noch sträubt, hier eine Förderung anzugehen, weil wir haben ganz klar es aufgezeigt, dass 1 Euro Investition circa 7 Euro für den Staat wieder nach sich zieht als Einnahmen. Und hier verstehe ich schon die Welt nicht mehr, aber wir werden natürlich da vehement dranbleiben. Okay, super. Da wünsche ich auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und bedanke mich fürs Gespräch. Bedanke mich auch und nochmal herzlichen Dank für die Glückwünsche. Ja, und morgen geht es bei uns unter anderem um 2 Dörfer. Das eine plant für die Zukunft und das andere forscht in der Vergangenheit. Dazu morgen mehr. Für heute war es das. Das waren die Allgäu TV Nachrichten. Ihnen noch einen schönen Fernsehabend und tschüss.